Moinsens, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar nämlich hat mir komplett die Festplatte zerschossen, was bedeutet, dass meine Videos weg sind, Musik ist weg, Minecraft hat's komplett zurückgesetzt und runtergehauen. Ja, aber das, was mich am meisten stört, die Videos sind unten. Also den Ordner hat's gelöscht, ich kann's nicht mehr wiederherstellen. Das sind über 200 Videos gewesen, die ich noch hatte. Davon sind mehr als 50 Videos noch von Bloody Platin gewesen. Ich habe Golden Sun wieder aufgenommen gehabt. Und auch noch andere Spiele aufgenommen. Deswegen könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich vorstellen, dass ich gerade nicht mehr so große Lust habe, zum Let's Playen oder irgendwelche Videos zu machen. Bedeutet für euch im Klartext, dass ihr jetzt erstmal eine Weile von mir nichts mehr hört, weil ich bin gerade am Überlegen, wie ich das mache, ob ich überhaupt noch mal weitermache jetzt oder ob ich aufhöre. Ich weiß es nicht. Wenn ich weitermache, dann werde ich einen kompletten neuen Kanal wieder öffnen und auf dem oder auf Sumpex Level X anfangen und da dann machen oder eben auf Letaxo alle Videos löschen. Irgendwas wird es geben. Tut mir wirklich leid, dass es so gekommen ist, aber ist nun mal so und ich kann auch nichts mehr dran ändern. Könnte diesen ganzen Trojanern, Wichsern aus dem Internet danken, die einem irgendwelche scheiß Hacker-Dateien mit in die Downloads reinschicken. Bei denen könnt ihr euch bedanken. Für mich war es das jetzt erstmal und wir hören uns dann vielleicht eventuell mal wieder. Ich weiß es nicht. Also, nochmal zum Verständnis für alle. Mir hat's mein PC zerschossen, weil irgend so ein Wichser in so einem ROM-Download eine Trojaner- oder Hackdatei reingemacht hat, dann hat's mir da die Festplatte zerschossen. Die Festplatte habe ich wieder einigermaßen herrichten können. Jedoch waren meine Videos und meine Musik unten. Mit der Systemwiederherstellung habe ich jetzt den größten Teil wieder gerettet. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich sowieso alles vom PC runterlöschen und nochmal komplett von vorne anfangen und alles neu machen. Außer Fraps, Camtasia und so, das lasse ich drauf. Und noch ein paar andere Programme. Auf jeden Fall hat's mir das halt alles runtergeschossen. Die Videos kann ich nicht mehr wiederherstellen. Die sind irgendwie, also die Verknüpfung wurde verschoben. Keine Ahnung, woran das liegt. Die wurde verschoben und ich kann die nicht mehr wiederherstellen. Es tut mir wirklich, wirklich extrem leid. Aber ihr könnt ja mal schreiben, ohne das Video, was ihr davon haltet. Wir sehen uns dann spätestens nochmal beim Infovideo, wenn ich dann sage, ob ich weitermache oder aufhöre. Ja, da werden wir uns wiedersehen und bis dahin wünsche ich euch noch ein angenehmes Leben. Bis dann, Leute. Adio.